In diesem Video zeige ich euch 10 verschiedene Arten von Gravitrax-Bauern. Schreibt in die Kommentare, welcher Bauer ihr seid. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Der Normale. Heute will ich eine Gravitrax-Bahn bauen. Ja, geschafft. Der Anfänger. Ich habe noch nie Gravitrax gebaut. Alles gut, das schaffst du. Ich habe dir hier schon mal 4 Bodenplatten bereitgelegt. Probier einfach aus. Da kann man nichts falsch machen. Okay. Hier in den Kisten ist alles, was du brauchst. Bin gleich wieder da. Alles klar, ich werde mal probieren. Bleib. Oh, da bin ich. Was ist das denn? Gefällt dir die Bahn? Nein. Bruh. Was ist das für ein Schrott? Das macht alles gar keinen Sinn, diese Bahn. Hä? Aber du meintest doch, man kann ja nichts falsch machen. Oh Gott. Fang einfach nicht mit Gravitrax an. Okay, dann spiele ich jetzt Fortnite. Der Draußenbauer. Puh. Ziemlich anstrengend. Ey, kannst du mir mal die Trinkflasche geben? Hab Durst. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Warum? Naja, weil da Gravitrax-Kugeln drin sind. Hast du ernsthaft deine Kugelbahn mit auf die Wanderung genommen? Hey, gib den Rucksack. Okay. Dein Ernst? Natürlich meine ich das ernst. Ich baue halt lieber draußen. Junge, was ist falsch mit dir? Schau dir das an. Das ist so cool. Nicht wahr? Hä? Wo bist du denn hin? Egal. Da baue ich halt etwas größer. Der Schnelle versus der Langsame. Ja, endlich Gravitrax bauen. Ja, ich freue mich auch schon sehr. Ich würde mal vorschlagen, dass ich einfach meinen Teil auf dieser Hälfte mit dem Start baue und du baust einfach auf deiner Hälfte alles rund um das Ziel. Ja, so machen wir das. Los geht's. Dann bauen wir mal los. Fertig, meine ganze Seite ist voll. Was ist denn mit deinem? Dein Ernst? Was denn? Ich hab doch voll viel geschafft. Nein, das ist gar nicht. Schau dir nur an, was ich in dieser Zeit alles gebaut habe. Also ich fand mich ziemlich schnell für das, was ich in dieser Zeit gebaut habe. Bau deine Bahn noch nächstes Mal selber. Ich hab doch gerade die ganze Bahn allein gebaut. Der Trickbauer. Hey, von dieser Bahn hab fast alles ich gebaut. Was hast du eigentlich die ganze Zeit gemacht? Ich baue Tricks ein, und zwar neue. Aber das dauert doch voll lang. Wir wollten uns doch extra beeilen. Das ist doch egal. Hauptsache episch. Schau dir das an. Yo, übertreib! Das funktioniert doch niemals! Doch, natürlich! Dann zeig! Okay. Bruh. Wusste ich's doch! Ja, das war aber jetzt der Vorführeffekt. Es funktioniert mindestens einmal von 100 Mal, das verspreche ich dir. Dann versuche es doch 100 Mal! Okay, mach ich. Bruh. 100 Versuche und es hat kein einziges Mal funktioniert! Bau den Trick aus und bau was Einfacheres! Aber... Bau ihn aus! Okay. Der Nicht-Gravitrax-Bauer. Ja, meine Gravitrax-Bahn ist endlich fertig. Willst du sie mal sehen? Ja, gerne. Das sieht ja schon ganz schön interessant aus. Sehr gut, dann viel Spaß mit der Bahn. Gefallen? Wow, das war einfach eine unglaubliche Bahn. Aber eine Frage, wo war da jetzt eigentlich das Gravitrax? Aber da ist doch Gravitrax drin. Und zwar genau hier. Bruh. Oh, egal. Der YouTuber. In diesem Video will ich eine riesige Gravitrax-Bahn bauen. Es wird krass. Oh mein Gott, die ersten Grundplatten liegen. Oh mein Gott, schaut euch diese Türme an, die ich gerade gebaut habe. Das sieht absolut krass aus. In dieser Box sind Challenges, die ich machen muss. Mal sehen. Oh mein Gott, ich muss für die nächsten 10 Stunden diese Gravitrax-Bahn kopfüber bauen. Oh mein Gott, das wird schwer. Die 10 Stunden beginnen jetzt. Das schaffe ich. Ja, Challenge geschafft. Oh mein Gott, war das schwer, aber Challenge geschafft. Die Bahn ist fast fertig. Jetzt die letzte Challenge. Oh mein Gott, ich habe nur noch 10 Minuten Zeit, um diese Bahn jetzt zu vollenden. Oh nein, das werde ich doch niemals rechtzeitig schaffen.
Oh nein, ich habe nur noch 10 Sekunden. Oh nein, ich finde den Zielstein nicht. Oh, der liegt ja noch im Backofen. Noch 5 Sekunden. Ja, ich hab's geschafft. Schaut euch diese Bahn an. Krass. Und wenn ihr die ganze Bahn sehen wollt, dann schaut unbedingt Teil 2 an, der am 32. März online kommt. Es wird episch. Der Unmotivierte. Das ist ziemlich langweilig. Boah, ich habe ja noch irgendwo Gravitrax liegen. Oh, wow, ich wusste gar nicht mehr, dass ich so viel Gravitrax habe. Ich werde so eine riesige Bahn bauen. Ich komme voran, aber ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Boah, so eine kleine Pause habe ich jetzt verdient. Ich glaube, heute baue ich mal wieder ein bisschen was an der Gravitrax-Bahn weiter. Ich komme voran. Es ist leider sehr anstrengend. Pause. Heute viel geschafft, jetzt aber Pause. Es war super anstrengend, aber die Bahn ist jetzt ein ganzes Stück größer. Jetzt brauche ich aber erstmal einen ganzen Urlaub. Heute werde ich sie fertig bauen. Ja, das mache ich. Jetzt wird es fertig gebaut. Irgendwie hätte ich erwartet, dass ich in den 6 Monaten irgendwie eine größere Bahn schaffe. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie keine Lust mehr auf Gravitrax. Ich mache eine Pause. Der Aggressive. Wow, coole Bahn. Kannst du sie mal zeigen? Klar doch. Was funktioniert das denn nicht? Sowas macht mich sauer. Alles gut, du musst hier nicht starten. Nächster Versuch. Ja, es hat's geklappt. Bruh. Ah, wenn es jetzt nicht einmal durch die ganze Bahn geht, werde ich die gesamte Bahn zerstören. Letzter Versuch. Ja, es klappt. Ich kann es nicht glauben. Die Kugel geht durch die ganze Bahn ohne Fehler. Jetzt muss es nur noch ins Ziel. Ja, bitte. Nein. Das kann doch nicht wahr sein! Jetzt reicht es nur! Ja, viel Spaß beim Aufräumen auf jeden Fall. Der Grundplattenbauer. Hey, kannst du die Grundplatten hier schon mal auf dem Boden verteilen? Hier. Ja, gerne. Ich habe auch schon eine Idee, wie ich sie hinlege. Super, bin gleich wieder da. Bin wieder da. Wow! Was ist das denn? Kreis, Dreieck, Viereck. Ja, schon klar, aber kannst du die Grundplatten nicht ein einziges Mal ganz normal auf den Boden legen? Aber das ist doch viel, viel cooler. Aber weißt du, was noch cooler wäre? Was denn? Ein Like auf dieses Video. Wow, das wäre echt cool. Und natürlich auch ein Abo, wenn man diese Bahn hier nicht verpassen will. Ja, das auf jeden Fall auch. Kommt eigentlich noch ein zweiter Teil von 10 Arten von Gravitrax-Bauern? Das kommt drauf an, ob ihr einen sehen wollt. Ab damit in die Kommentare und jetzt... Tschüss, bis zum nächsten Video.